Hoho, guten Morgen. Wir sind hier in der Stadt Schlappming, im Skigebiet Schlappming. Und es ist so schön, schaut euch das mal an. Wir wollten heute ein bisschen so die Gegend erkunden und sind einfach mal ein paar Dörfer weitergefahren und es ist einfach nur wunderschön hier. Es ist ein sehr bekanntes Skigebiet wohl. Und eine... wie heißen die nochmal jetzt? Eine Seilbahn jagt hier die nächste, aber da kriegt mich keiner rein. Also da traue ich mich überhaupt nicht drauf. Und die Kinder brauchen da auch nicht drauf gehen. Also, nee, überhaupt nicht. Nicht meins, so ein dünnes Seilchen da. Und jetzt gehen wir los. Wir haben hier einen Kinderwagen vom Hotel bekommen. Da kann man sich die kostenlos ausleihen. Die haben Kinderwagen für draußen, für drinnen extra und... ein Zwillingswagen, also ihr könnt echt, also wir haben unseren Kinderwagen nicht mitgenommen, weil wir ja wussten, dass es hier welche gibt. Das hier ist zum Beispiel so ein Jogger, das ist cool. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut fahren. Bus. Und jetzt müssen wir halt gucken, wo genau die Innenstadt ist. Und dann heute ein bisschen hier rumbummeln und gucken, was so Schönes an Geschäften hier gibt. Also wir sind, wir sind hier in Schlappming. Da sind wir in Schlappming. Schlappming. Du sagst auch schon Schlappming. Da sind wir auf jeden Fall. Da, wo rot ist, genau. So. Wir haben auch schon übrigens einen Kinderspielzeugladen entdeckt, da auf der Liste. Hier steht nirgends Friseur. Aber der Plan hängt falsch rum. Ups, Entschuldigung. Der Parkplatz ist doch hier, wo wir sind. Und wir sind jetzt hier. Wenn wir so rumdenken, ist ja kompliziert. Hier, aber hier ist der Hauptplatz. Eigentlich müssen Mama, ich glaube, da ist das Kinderladen. So, wir sind schon ein bisschen hier rumgelaufen. Ist echt super süß. Und jetzt haben wir uns überlegt, ob wir nicht spontan einen Friseur finden, der Lamia die Haare schneiden kann. Wollten wir sowieso bei uns machen, aber unsere Friseurin haben so lange Vorlaufzeit zum Warten. Deswegen fragen wir, versuchen wir hier unser Glück, okay? Jetzt mal die Haare ab. Ganz schön kurz. So. Ja, alles ab, ne? Nicht alle Haare. Ich habe jetzt das hier fotografiert und den Plan. Ja, gut. Mama, ich will. Der Domi hat natürlich wieder den schönsten Weg hier ausgesucht. Und die Friseurin hatte keine Zeit. Und dann hat sie sich auch noch beschwert, als wir nicht innerhalb von einer Sekunde, als wir im Laden waren, Grüß Gott gesagt haben. Wir unhöflichen Niederrheiner. Wir Pottler. So. Geschafft. Der Berg ruft. Wer hat das nochmal gesungen, der Berg ruft? War irgendwie in den 90ern, ne? Ja, auch so Techno, ne? Ja. Und die wollen das Schatten. Ja, jetzt ist wieder Schatten. Jetzt schön heiß. Nur gleich an dem Pool im Hotel. Ja. Dann wäre ganz lange im Hotel. Gefunden. Der Holzmüller. Sind die Kinder glücklich? Hier wird schön gespielt wieder. Mit Feuerwehrmann Sam. And adding to our chemistry, heart beating.
Du Carlo, dürfen Mama und Papa denn sich ganz schnell was zu trinken holen und dann sind wir fertig mit Malen? Soll man das machen? Ha? Dann guck mal, wer schneller ist. Mama und Papa mit Trinken holen oder du mit anmalen? Soll man das machen? Ich glaube, du gewinnst. Du bist schneller, oder? Ja. Guten Morgen zusammen. Was trinkst du denn da, Carlos? Oh, sieht lecker aus. Ja! Carlos und ich sind schon hier unten. Und wir müssten jetzt um die 7 Uhr haben. Schmeckt der Kakao? Kakao. 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 Kuckuck. Kuckuck. Lecker Kakao, genau. Gehen wir gleich mal eine Runde spazieren? Nein. Doch, machen wir jetzt. Nein. Genau, also wir müssen jetzt rund um die 7 Uhr so haben. Und Carlos und ich, die beiden Frühaufsteher der Familie, sind hier unterwegs schon wieder. Haben jetzt einen Kakao getrunken und einen Kaffee getrunken. Und wollten euch jetzt mal ein bisschen das Hotel zeigen. Wir haben euch das noch gar nicht richtig, oder ihr habt das schon viel gesehen, aber wollten euch noch mal so ein bisschen hier rumführen. Und erstmal wollte ich sagen, gestern Nacht war Gewitter. Hat geregnet ohne Ende und jetzt steht der ganze Berg. Das Hotel ist ja auf, glaube ich, 1000 Meter Höhe ungefähr. Und rund um den Berg ist jetzt riesen Nebel. Das sieht lustig aus. Ich zeige euch das mal. Guckt mal. Da. Genau. Wo ist der Carlos hin? Ich muss den Carlos mal eben einfangen. So, in einer Dreiviertelstunde gibt es dann noch Frühstück. Ist immer 7:45 Uhr. Kann man frühstücken gehen. Und bis dahin sind die Mädels aber noch nicht wach. Glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. Gestern Abend war recht angenehm. Wir haben mal eine andere Technik ausprobiert. Normalerweise sind wir immer mit den Kindern zusammen essen gegangen. Und der Carlos ist abends immer so kaputt, dass der immer so ein bisschen am Rad dreht. Der versucht dann, keine Ahnung, wirft da mit Löffeln so ein bisschen rum und so. Und diesmal wussten wir gar nicht, oder hatten wir letztes Jahr, glaube ich, waren wir ja auch hier. Da hatten wir das einmal gemacht, aber ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt. Abendessen ist nämlich ab 18 Uhr und es gibt aber Sandmännchen-Abendessen. Das ist für die Kinder, die schon müde sind. Die können dann um 5:30 schon dahin und haben nicht so viel Trubel, also bevor die anderen alle kommen. Und das haben wir gestern gemacht. Da waren wir mit den Kindern um 5:30 da, waren ganz alleine essen, hatten das Buffet für uns alleine. Das hat kein anderer gemacht, weil es wahrscheinlich auch keiner wusste. Und die Kinder haben dann gut gegessen. Und dann haben wir, sind Lamia und Johanna spielen gegangen. Carlos haben wir hingelegt. Der war auf dem Zimmer, der hat geschlafen. Und hier gibt es ein Babyphone. Auf jedem Zimmer kann man ein Babyphone installieren übers Handy. Und das haben wir gemacht. Carlos ist eingeschlafen und dann waren Rosi und ich erstmal lecker zu zweit essen. Genau. Hier ist der Indoor-Spielplatz da drin. Über 2 Etagen mit Kletterbäumen und sowas. Und da, das gab es letztes Jahr noch nicht, ist das Schwimmbad draußen. Also das Freibad so gesehen. Die haben auch ein Schwimmbad drin. Das ist hier geradeaus, da unten. Und seit diesem Jahr gibt es ja noch das da. Da ist es. Das Schwimmbad. Da kann man wunderbar liegen und guckt auf die Berge da hinten. Wunderschöner Ausblick. Kann ich euch auch mal zeigen. Genau, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal näher ran. Aber auf jeden Fall sind die Schwimmbecken alle beheizt. Das große Schwimmbecken ist beheizt. Da ist der Kinderbereich. Der ist, glaube ich, 30 cm oder 25 cm tief. Da können die Kleinkinder 3 verschiedene Rutschen und so ein Wasserspaß. Da kann man draufdrücken. Da kommen
ja, Wasserfontänen da raus und sowas. Und wird richtig gut angenommen. Also gestern war es brechend voll. Wir hatten auch gestern 30 Grad. Und bei 30 Grad auf 1000 Meter Höhe wurde das natürlich gerne angenommen, auf jeden Fall. Und da gehen wir jetzt mal gucken, ne, Carlos? Ja. Ja. So. Türchen ist verschlossen. So, mit Kindersicherung, damit die Kinder nicht rein können alleine und beziehungsweise auch nicht abhauen können. So. Da ist noch kein Wasser drin, da ist der Kinderbereich. Ja. Und der ist der große Bereich. Die Rutschen ist natürlich alles noch nicht an um 7 Uhr morgens. Alle? Ja. Hier ist kein Wasser drin, ne? Nein. Komm mal her, ich nehme dich mal auf meinen Arm hier. Oh, damit du mir nicht aus Versehen ins Wasser fällst. Da haben wir noch einen besseren Ausblick. Also, sitzen, liegen, alles möglich hier auf jeden Fall. Und Nuki. Oh, ist ein Nuki runtergefallen. Mal eben den Nuki hier aufheben. So. Wir zeigen auch von euch hier den Ausblick noch. Trampoline haben die natürlich auch. Viermal. Und dann. Hase? Möchtest du zu den Tieren gehen? So, möchtest du zu den Tieren gehen? Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Jo. Hühner sind begrüßt. Und hier ist der Sandkasten. Der große Sandkasten mit Balgern. Da vorne. Willst du da rein? Willst du einmal baggern oder soll man den Hasen auch noch guten Morgen sagen? Hasen. Den Hasen auch noch guten Morgen sagen. Wir können ihn noch ein bisschen Gras holen gehen. Ja, Gras. Wiesengras. Das sind die Häschen. So, hier ist noch ein Wasserspielplatz. Der geht bis da oben hin. Da kann man pumpen und sowas. Und Schleusen bauen. Und jetzt gehen wir hier zu den Ziegen. Nee. Habt ihr Hunger? Ihr habt doch genug hier. Die sehen lustig aus, ne? Ist schon wach, schon ausgeschlafen. Gehen wir mal nach oben gucken. Nee. So. Wo wir hier oben sind, dann zeige ich euch nochmal den Go-Kart-Parcours. Da! Ja! Go-Kart-Parcours? Du. Willst du einmal fahren? Ja. Dann fahr mal. So, ich lasse dich mal hier runter. So. Ist aber nass. Ist leider noch alles nass, Carlos. Ich habe auch kein Tuch jetzt mit. Kein Tuch. Ja, dann nimm den, der ist trocken. Der war unterm Dach. Ja. Da. Hier ist der Go-Kart-Parcours. Kann also Go-Karts fahren und so. Laufräder. Da stehen noch größere Go-Karts, also auch für jeden was dabei. Guck mal, da ist noch eine Reitanlage. Da sind schon die Ponys und Pferdchen draußen. Die haben auch schon Futter gekriegt. So, da sind die Ponys und die Pferdchen. Sind noch im Stall. Da, guck mal. Guten Morgen. Sind noch im Stall. Aber dürfen bestimmt gleich auf die Wiese. Hier gibt es nämlich massig Wiesen drumherum. Die Ziegen kommen auch jeden Tag an einen anderen Ort und können da grasen. So. Wir haben jetzt gerade hier Brötchen gekriegt und füttern jetzt hier die Schafe und die Ziegen. Ja, super, da sind noch mehr. Guck mal, Brötchen, guck mal hier. Ja, bitteschön. 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 Carlos hat Spaß hier. Ja, das ist der Vorteil, wenn man so früh wach ist. Dann kriegt man noch alles mit, wie die gefüttert werden und so hier.
Dann selber füttern. Guck mal, ja. Zack. Leckerchen. Ja. War sein Mund noch voll, wa? Sind wir zu schnell? Wir sind zu schnell. Wir sind zu, die schnellen Fütterer. Carlos, du musst reinwerfen. Wie sollen die das denn essen hier? Guck mal. Zack. Zack. Kein Futterneid hier. So, Carlos und ich helfen ihr fleißig mit. Die Tiere füttern. Jetzt hat der Carlos da die Katze gesehen. Und sagt der Katze noch guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, liebe Katze. Hallo. Hallo. Nein. Es ist noch zu früh, die möchte noch schlafen, Carlos. So, aber wir gehen jetzt frühstücken. Zu zweit, ein Männerfrühstück. Hallo. Ja? Frühshoppen. Carlos und ich gehen jetzt frühshoppen. Hallo. Ja? So, Männerfrühstück hat begonnen. Ist noch keiner da. Guck mal, ganzer Raum leer. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Aber ist auch egal. Der Carlos hat ein Brezel, einen Toast mit Fleischwurst und ein Fruchtzwerg. So, ich habe Brötchen, zwei Eier und Lachs und Käse. So, das werde ich jetzt erstmal sortieren hier. Kaffee ist bestellt, Kakao ist auch bestellt. Und dann machen wir hier unsere Männerrunde. Wir sind jetzt bei uns auf dem Zimmer. Frühstück war gut. Jups. Zu wenig. Ich habe ein bisschen zu wenig gegessen, fällt mir gerade auf. Ich hätte gerne noch so einen Joghurt gegessen mit, keine Ahnung, so ein paar Cornflakes und Obst. So, genau. Die Kinder sind schon wieder, also die Mädels sind schon wieder spielen, die sind schon wieder im Hotel unterwegs, irgendwo, keine Ahnung, ist auch, wir finden die gleich und wollten jetzt mal zum Hexenhaus gehen. Das Hexenhaus sieht man sogar von hier, glaube ich, ne? Ja, das auch. Mal gucken. Ich nehme euch mal eben mit nach draußen hier. Zack. Da. Da sind die Ziegen und die Schafe. Die kennt ihr von gerade. Und da oben, da sieht man das? Da irgendwo. Da ist das Hexenhaus. Und da gehen wir jetzt hin. Wenn wir den Carlos hier vom Boden wegkriegen. Der spielt nämlich in letzter Zeit so schön alleine. Ich habe ein bisschen dicke Augen, fällt mir da drauf. Der spielt in letzter Zeit so schön alleine. Ich glaube, der braucht das jetzt gerade. Ja, ist ein bisschen Ruhe, ne? Ja. So viele Kinder und so, hier ist so viel los. Und der Carlos, der zieht sich so ein bisschen zurück und spielt hier. Dann lass doch mal den. Der hat, guck mal, ein neues Feuerwehrauto. Tatütata, genau. Neues Feuerwehrauto, womit der spielt. Ist schön, ne? Ja. Ja, spielen wir weiter. Okay. Tatütata. Tatütata. Dann lassen wir den noch ein bisschen. Jups. Wir waren ja gestern beim Friseur und wir haben nicht mehr gefilmt, weil super heiß war und wir dann am Pool waren. Und tada. Tada. Tatütata. Tatütata, ja. Mama. Möchtest du deine neuen Haare zeigen? Was machst du da? Cool. Dankeschön. Der Mia war gerade unten, hat sich was zu trinken geholt. Ich habe das ganz alleine gemacht. Ja. Spaß gemacht? Ja. Ja? Bist du mit dem Aufzug gefahren? Kieke. Danke. Ich hatte für den Gruselweg zu weit Angst. Gruselweg. Da ist ein Treppenhaus, wo die ganzen die Tiere, die gejagt worden sind, so an der Wand sind. Ist schon ein bisschen spooky. Ne? Weil der ist ein bisschen dunkler ist auch. Deshalb bin ich mit dem Aufzug gefahren. Und so welche kurzen Haare habe ich letztens. Das sieht so süß aus. Hätten wir viel, viel früher machen sollen. Die Lamia sieht aus wie eine Prinzessin. Ja, wie eine Prinzessin. Hat Oma Rosa zu mir gesagt. Ja. Weißt du, wer Oma Rosa ist? Sag mal bitte Mama. Oma Rosa ist Oma Rosa.
Meine Mama. Ja, das ist Mamas Mama. Mama. Sag mal, Mamas Mama. Papa. Mamas Mama. Hört sich komisch an, ne? Ja. Mamas Mama. Okay, jetzt wieder was kriegen. Tschüss. Tschüss. So, zum Hexenhaus. Du bleibst hier. Komm, wir gehen zum Hexenhaus jetzt. Ja. Ab zum Hexenhaus. Jetzt kommt nämlich die Sonne auch vernünftig. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hexenhaus. Guck euch mal das bitte an. Wie toll sieht das eigentlich aus? Ihr Landschnecken, sagt die zu uns. Ja, die sind Landratten. Ja, das stimmt. Vielleicht kommt ihr nicht mal Landpiraten, ne? Landratten. Ja, stimmt. Landschnecken. Ja, wir laufen jetzt da oben zum Hexenhaus. Das ist die Aussicht hier. Tada. Haben alle geschlossene Schuhe an. Haben wir uns überlegt, das ist vielleicht besser als mit Flipflops. Ja, mein Schatz. Gehen wir hoch? Ja. Ja, komm. Ist schon aus der Puste, der Carlos. Süß. Komm. Schönes Blümchen, ne? Ja. Die Joanna chillt da schon. Die ist schon da oben. Ja. Da. Ja, da. Heia. Heia. Sitz. Die sitzt da, ja, ja. Da. Ja, da oben ist sie schon. Ja? Super. Toll machst du das. Das ist richtig aus der Puste. Ja, aber weißt du, wie anstrengend das für so ein kleines? Ja. Ich kriege mal die Wanderwaden ordentlich. Ja. Oh, nass. Wasser. Komm hier, hier ist gemäht. Die Wanderwaden. Hopp. Ich komm doch. Wow, frisch hier oben. Komm doch. Krass, ne? Dass der nicht hinläuft, wo gemäht ist. Jetzt wisst ihr, warum wir geschlossene Schuhe haben für die Kinder und Socken. Bin gleich da! Wer geht da im Wald allein mit Kuchen und Wein? Die Hexe, die Hexe! Ich komm gucken. Schön. So Kinder, heute Nacht schlafen wir hier die letzte Nacht. Ja. Okay? Haben wir ja. Wer ist? Da. Wer hat in mein Bettchen geschlafen? Wer hat von meinem Breitchen gegessen? Wer hat von meinem Becherchen getrunken? Das hat wenig mit Hexe zu tun, aber. Ist aber das Bett ist so klein, deswegen meine ich. Oh oh. Oh, da hat einer ein Hexenbildchen hier gelassen. Sehr schön. Mein Name ist Lilly Schwefeldampf. Oh, Schwefeldampf. Ist Lilly Schwefeldampf. Da oben. Und bin die liebe Hexe. Hexe von der Seitenalm. Die ist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Soll ich die runterhängen? Nein. Lass die da. Kinder pflücken jetzt hier noch ein paar Blümchen. Ein Kulturstrauß. Mia, sollen wir Go-Kart fahren? Fängt leider ein bisschen an zu tröpfeln. Oh, sollen wir Auto fahren? Heute ist ein bisschen bedeckt. Aber vielleicht wird es später schöner. Hast du was gehört? Nee, so regnet. Papa, ein Blumsch. Oh. Wow, toll. Nur für dich. Für mich? Ja. Das ist ja unglaublich. Danke. Alle
die Blumen, die ich gefunden habe, konnte ich nur pflücken. Und deshalb habe ich ganz viel gefunden. Und ich habe die dir jetzt geschenkt. Da freue ich mich aber. Test, Test. Könnt ihr mich hören und sehen? Ich glaube schon. Rosi ist nämlich gerade mit dem Go-Kart gefahren hier. Und beim Go-Kart-Fahren ist die Kamera aus der Tasche in eine Pfütze gefallen. Also, die war kletschnass. Hier sind Kratzer auf dem Display. Ich weiß nur nicht, ob der Ton noch funktioniert und so. Hallo, hallo. Mal gucken. Also, so scheint es ganz gut zu sein. Wir filmen einfach mal weiter und hoffen, dass die Speicherkarte und die Kamera nichts abgekriegt haben. So, wir sind jetzt auf dem Zimmer und es geht schon wieder aufs Abendessen zu. Also heute geht es hier Schlag auf Schlag. Man ist nur am Futtern, was ja schön ist. Das ist eine Buffetform. Wir haben noch Kaffee- und Kuchenzeit. Wir haben, da gab es Schwarzwälder Kirschtorte und Karottenkuchen, Obstsalate und noch ein paar Würstchen für die, die noch ein bisschen mehr Hunger haben. Und Sandwiches, genau. Die konnte man sich machen. Wir haben ein bisschen Obstsalat gegessen. Und ein kleines Stück Kuchen hat Rosi gegessen. Und dann haben wir gespielt. Ich bin mit dem Carlos losgezogen und war an Carlos Lieblingsort. Das ist ja die Go-Kart-Bahn und der Sandkasten. Den habe ich euch gezeigt. Da waren wir, glaube ich, knapp 2 Stunden oder sowas und haben da gespielt. Und in der Zeit hat Rosi ein bisschen lesen können und war dann hinterher mit den Mädels nochmal hier im Hallenbad. Das Wetter ist auf jeden Fall auch besser geworden. Es regnet nicht mehr, ist sogar zwischendurch richtig warm geworden. Also ich war beim Go-Kart fahren, habe ich richtig geschwitzt auf jeden Fall, war anstrengend. Und jetzt machen wir uns alle fertig und gehen dann gemeinsam zum Abendessen. Das letzte Abendessen während dieses Urlaubs. Schade eigentlich, dann ist es schon wieder rum und morgen geht es dann nach Hause. Wir wissen allerdings noch nicht, wann wir losfahren. Wir müssen gleich mal fragen, bis zu welcher Uhrzeit wir das Zimmer verlassen haben müssen. Und wir hatten schon besprochen, wenn das Wetter schön ist, dann bleiben wir noch hier über den Mittag und gehen noch ein bisschen draußen schwimmen und sowas. Wenn das Wetter schlecht ist, dann werden wir höchstwahrscheinlich direkt nach dem Frühstück fahren. So, weil, ja, so sieht es dann aus, ne? Dann fahren wir halt tagsüber. Und wenn es schön ist, werden wir noch ein bisschen die Außenanlage genießen und dann nachmittags fahren, sodass wir nachts zu Hause ankommen. Wir brauchen ungefähr, meine Nase juckt, da sind nämlich ja auch die Ponys und sowas. Und bei Ponys reagiere ich so ein bisschen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, es sind ungefähr 900 Kilometer bis nach Hause. Also wir werden ungefähr 8 bis 9 Stunden brauchen, je nachdem wie viele Pausen wir einlegen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich, wenn schönes Wetter ist, erst nachts zu Hause ankommen. Aber ist auch kein Problem. Wir machen uns morgen auf jeden Fall einen schönen Tag. Jetzt gehen wir erstmal essen. Ich weiß nicht, ob wir heute nochmal filmen werden. Jetzt ist auch der Föhn an. Deshalb jetzt erstmal aus.